Ich bin der Martin aus Weiz und ich sage danke, dass ich heute da sein darf. Meine Tochter besucht die Musikmittelschule in Weiz, selbst für Schulungen und Prüfungen mit international gültigen Zertifikaten durch. Die Rückverfolgbarkeit von gesetzten Maßnahmen ist hier immer ein Thema. Ich habe die getroffenen Maßnahmen von der Schule entsprechend geprüft. Für mich waren diese weder nachvollziehbar noch rückverfolgbar. Daher habe ich Fragen zu den Maßnahmen an die vorgegebenen Stellen, unter anderem auch an die Bildungsdirektion geschickt. Diese Fragen sind bis heute unbeantwortet. Ebenso habe ich aufgrund eines Vorfalles in unserer Schule diesen mit einer Risikobewertung evaluiert. Aufgrund des Ergebnisses habe ich, wie gesetzlich gefordert, eine Sicherheitsmeldung durchgeführt. Obwohl es sich um eine Sicherheitsmeldung entsprechend gesetzlicher Forderungen handelt, hat die Frau Direktor AFOG an die Klassenlehrerin geschrieben, bitte kommentarlos löschen. Das E-Mail wurde irrtümlicherweise auch an mich gesandt. Die einzige Antwort, die jedoch von der Schule gekommen ist, weil ich mich vielleicht für meine Tochter einsetze, meine Tochter möge doch die Schule wechseln, weil sie so oft krank ist und in der Schule nicht mitkommt. Es klingt jetzt absolut unglaubwürdig, ja. Bis heute sind die Fragen nicht beantwortet. Die Frau Direktor handelt gegen das Gesetz. Die Antwort ist, meine Tochter ist so oft krank und kommt in der Schule nicht mit. Ja? Bis zu dem Vorfall, der passiert war, hat meine Tochter immerhin 2 Fehlstunden. Ja? Sie war 2-mal daheim, weil sie zur Zahnregulierung gegangen ist. Ja? Ebenso kommt meine Tochter nicht mit in Haushaltskunde, weil dort hat sie einen 2er. Ich glaube, sonst hat sie überall einen 1er. Für den 2er bin sicher ich zuständig, weil ich ganz einfach 2 Jahre bei meiner Tochter in Väterkarenz war. Ich würde sicher nicht gern das kochen. Aber mir hat meine Tochter damals gezeigt, dass es viel wichtiger ist, für ein Kind voll verantwortlich zu sein, als für mehr als 100 Mitarbeiter. Ich könnte jetzt noch lange weiterzählen, was passiert ist. Jedoch, was vorgefallen ist, ist vorgefallen. Das ist passiert. Die, die dafür befugt sind, die werden es richten und zur richtigen Zeit richten. Das soll sich jeder bewusst sein. Für uns ist es wichtig, was wir und alle, die unsere Kinder verantworten, in Zukunft tun. Dafür habe ich ganz einfach eine Geschichte gewählt. Ja? So. Und zwar, ich habe eine Geschichte gewählt von Die drei Sieben. Eines Tages kam ein Bekannter zum griechischen Philosophen Sokrates gelaufen. Höre Sokrates, ich muss dir berichten, wie dein Freund, halt ein, unterbrach ihn der Philosoph. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Welche? Fragte der andere verwundert. Ja, drei Siebe. Das erste ist das Sieb der Wahrheit. Hast du das, was du mir berichten willst, geprüft, ob es auch wahr ist? Nein, ich hörte es erzählen. Und? Nun, so hast du sicher mit dem zweiten Sieb, dem Sieb der Güte geprüft. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht wahr ist, wenigstens gut? Der andere zögerte. Nein, das ist es eigentlich auch nicht. Im Gegenteil. Nun, unterbrach ihn Sokrates, so wollen wir noch das dritte Sieb nehmen und uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so zu erregen scheint. Notwendig gerade nicht. Also lächelte Sokrates, wenn das, was du mir eben gesagt hast, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es sein und belaste weder dich noch mich damit. Was hat die Geschichte jetzt mit der Schule und den Maßnahmen zu tun? Sehr geehrte Verantwortliche für unsere Kinder, sehr geehrte Eltern, Lehrer, Direktoren, Bildungsdirektion, bevor ihr die Maßnahmen weiter umsetzt, habt ihr diese mit dem Sieb der Wahrheit geprüft? Momentan kann ich nur sagen, nein. Habt ihr diese mit dem Sieb der Güte geprüft? Hier ist meine Antwort momentan auch noch nein. Habt ihr geprüft, ob es überhaupt notwendig ist? Nein. Wenn die Maßnahmen, die Sie fordern, weder wahr, noch gut, noch notwendig sind, so lasst die einfach sein und belastet weder euch, die Lehrer, noch uns, noch unsere Kinder damit. Ich bitte Sie einfach darum, nehmen Sie die Maßnahmen, bis Sie die entsprechenden sachgutachterliche Dokumentation vorlegen können, einfach zurück. Danke.
wenn ich schon ans Prüfen rede, dann, bevor ich die Rede zugesagt habe, habe ich Folgendes geprüft. Ich habe mir versucht, für meine Tochter und für alle Kinder einzusetzen. Viele Eltern haben Angst, dass ihre Kinder Nachteile haben, wenn sie sich für sie einsetzen. Ebenso haben die Kinder, ich kann jetzt nur von unserer Musikmittelschule Weiz reden, Angst, dass sie Nachteile bekommen. Sie haben es bei meiner Tochter gemerkt. Meine Tochter hat durch das, dass sie mich einsetzt, Nachteile in der Schule gehabt. Die Kinder haben es gemerkt. Ich habe daher, bevor ich aufgegangen bin, meine Tochter gefragt, nicht einmal, sondern mehrmals, ob es für sie okay ist, dass ich heute hier rede. Leonie hat ja gesagt. Bravo! Ich habe es einfach nach den 3-7 geprüft. Wahr ist, Leonie, ich bin so stolz auf dich. Gütig ist, weil du, liebe Leonie, weißt, dass du wieder Nachteile für dich haben kannst, sowohl in der Schule als auch familiär. Ja? Ich bin stolz und bewundere deine Liebe und deinen Mut. Ja, das ist wichtig und notwendig, dass ich das sage. Und es ist wichtig, dass ich Folgendes sage. Danke, Leonie.